Heute zeige ich euch, wie einfach es ist, Salat richtig auszusäen und wie ihr Setzlinge pflanzen solltet, damit sie nicht faulen. Zusätzlich habe ich natürlich auch noch weitere Tipps für euch. Wie immer, kurz und knackig. Bevor wir starten, will ich euch aber erst noch ganz kurz erzählen, warum bei mir am 22. Februar schon so schöne Salate in meinem kleinen Balkonhochbeet wachsen. Vielleicht ist es ja eine Inspiration für euch, es auch einmal auszuprobieren. Also, ich hatte letztes Jahr Mitte November noch ein paar selbst vorgezogene Salate und Spinat übrig und habe die jungen Pflänzchen einfach kurzerhand noch eingepflanzt. Ja, und siehe da, sie haben den Winter und sogar auch den Dauerfrost im Januar überlebt und treiben seit Anfang Februar richtig schön aus. Auf dem Hochbeet war natürlich die ganze Zeit eine Abdeckhaube drauf und es steht etwas geschützt unter meinem Balkondach. Allerdings hätte ich trotzdem nicht erwartet, dass die Salate das tatsächlich so gut überstehen, zumal es nicht einmal spezielle Wintersorten sind. Also ich finde es immer wieder faszinierend, wie unglaublich robust Salat ist. Eine Direktsaat von Salat mache ich tatsächlich eher selten. Ja, und wenn ich direkt aussähe, sähe ich am liebsten Pflücksalatmischungen. Andere Salatsorten ziehe ich lieber vor und pflanze sie dann als Setzlinge ein. Pflück- oder Schnittsalate gibt es auch als Saatbänder zu kaufen, was ich persönlich eigentlich ziemlich praktisch finde, weil da die Abstände schon vorgegeben sind und man später nicht mehr vereinzeln muss. Für die Direktsaat von Salat gieße ich die Erde erstmal an, damit die feinen Samen später nicht so leicht weggeschwemmt werden. Dann sähe ich die Samen, so gut es geht, gleichmäßig verteilt auf der Erde aus. Salat ist ein Lichtkeimer. Ihr könnt die Samen einfach nur auf die Erde streuen, andrücken und fertig. Allerdings müsst ihr dann sehr gut aufpassen, dass die Samen nicht austrocknen, wenn sie nur auf der Erde aufliegen. Man kann sie aber auch mit einer ganz dünnen Schicht Erde oder Sand bedecken. Wichtig ist, die Aussaat immer gut anzudrücken, damit die Samen einen guten Bodenschluss haben. Viele Salatsorten kann man schon ab März draußen aussäen, denn sie keimen am besten bei kühlen Temperaturen um die 10 bis 15 Grad. Die Erde darf natürlich nicht gefroren sein und sie sollte auch nicht triefnass sein. Die Aussaat hier im Blumenkasten habe ich letztes Jahr am 13. März gemacht. Allerdings hat die Keimung in dem Jahr ein paar Tage länger gedauert, weil es im Frühjahr einfach die ganze Zeit richtig kalt war. Pflücksalate können prinzipiell relativ eng gesät werden. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sie sich besser entwickeln, wenn man sie mit etwas mehr Abstand wachsen lässt. Falls ihr also super eng ausgesät habt, nehmt einfach ein paar Sämlinge raus und pflanzt sie in einen anderen Topf ein. Dann haben die restlichen Pflanzen mehr Platz und können sich besser entwickeln. Im zweiten Teil des Videos geht es jetzt darum, wie man Salatsetzlinge richtig pflanzen sollte. Und zwar unabhängig davon, ob ihr selbst vorgezogene oder gekaufte Setzlinge einpflanzen wollt. Salat im zeitigen Frühjahr in der Wohnung vorzuziehen, ist ohne Pflanzenlampen nicht wirklich einfach. Die Temperaturen sind für Salat in der Regel zu hoch und er bekommt einfach viel zu wenig Licht. Die Keimlinge vergeilen dann sehr schnell, wachsen also sehr lang und dünn in die Höhe, weil sie das Licht suchen. Da ich Anfang März schon immer die ersten Salate in mein kleines Balkonhochbeet pflanze, kaufe ich deshalb zu dieser Jahreszeit eigentlich fast immer Setzlinge in der Gärtnerei oder im Gartencenter. Salat sollte man nicht zu tief einpflanzen, weil sonst die unteren Blätter gerne zu faulen anfangen. Ich pflanze immer so, dass der Erdballen nur zur Hälfte oder zu zwei Dritteln in der Erde ist. Sieht zwar am Anfang etwas seltsam aus,
Man verhindert so aber sehr gut das Faulen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen sollte ungefähr 25 bis 30 cm sein. Wenn ihr wie ich Salate pflanzt, wo man von außen regelmäßig die Blätter pflücken kann, werden die Köpfe nicht so groß und man kann etwas enger pflanzen. Also bei mir reicht dann meist ein Abstand von so 20 cm. Zum Schluss noch gut angießen und fertig. Im zeitigen Frühjahr schütze ich die Salate mit einer Abdeckhaube, denn da kann es vor allem nachts noch ziemlich frostig sein und auch Schnee gibt es bei mir hier gelegentlich mal. Tagsüber nehme ich die Haube bei gutem Wetter ab. Ja, und falls ihr keinen Frühbeetkasten habt, Vlies kann man natürlich auch verwenden. Habt viel Spaß beim Balkongärtnern, eure Tina.